Der Junge steckt der Marine eine geheime Notiz zu und plötzlich ruft er nach Verstärkung. Ein kleiner Junge näherte sich dem großen Wachmann in Uniform und sagte: Entschuldigung, sind Sie der Weihnachtsmann? Ich habe gehört, du könntest es vielleicht sein. Naja, wenn Sie es sind, hier meine Liste. Als der Junge dem Wachmann seinen zusammengefalteten Wunschzettel gab, geschah etwas sehr Süßes. Der Wärter öffnete seine Hand und nahm die Liste an sich. Und dem Jungen fiel die Kinnlade runter. Natürlich war der Mann nicht der Weihnachtsmann, aber er war ein US Marine. Und die Geschichte war Teil eines Werbespots von 1997 für Spielzeuge. Durch das Programm erhalten sozial benachteiligte Kinder tolle Geschenke zu Weihnachten. Während die Geschichte dieses Kindes vielleicht erfunden sein mag, ist die Großzügigkeit der Marines sicherlich nicht erfunden. Hier ist eine erstaunliche Geschichte eines Jungen aus Florida. An einem Strand in Florida gibt es eine jährliche Veranstaltung, und zwar den Meeresschildkröten-Jugendtriathlon. Dieser ist für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren und fördert die Sportlichkeit von Kindern. Ein Teil des Triathlons findet im Golf von Mexiko statt, aber die Rad- und Laufdisziplinen werden auf einer gesperrten Straße durchgeführt. Viele Freiwillige beaufsichtigten die gesamte Veranstaltung und hier beginnt Matthew Morgans Geschichte. Matthew zog von seiner Heimat San Diego zu diesem Strand, als er bei den Marines eintrat. Ein Jahr lang hatte die Station 22 Stunden und ihr kommandierender Offizier Captain Frank befahl ihnen, freiwillig ihre Zeit für den Schildkröten-Triathlon zur Verfügung zu stellen. Die Marines waren verantwortlich dafür, das Rennen zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass alle auf der Strecke blieben. Aber niemand hatte geahnt, was dann geschah, also bleib unbedingt dran. Matthew wartete am Rand der Strecke auf die jungen Teilnehmer, die soeben Schwimmen und Radfahren absolviert hatten. Dann sah er eine Gruppe von Kindern, die sich ihm näherten und ihn zum Lachen brachten. Sie liefen und beendeten schließlich die Veranstaltung. Aber Morgan bemerkte etwas, als mehrere Kinder die Ziellinie überquerten. Es gab einen Jungen, der in Schwierigkeiten steckte. Ben, 11 Jahre alt, war auf halber Strecke gestürzt. Morgan eilte ihm zur Seite und versuchte zu helfen. Da bemerkte er, was das eigentliche Problem war. Denn die Beinprothese des Jungen war einfach abgefallen. Ich war als Erster da und er hatte bereits versucht, seine Prothese zu reparieren. Ich fragte ihn, ob er Hilfe bräuchte, aber der Junge schien entschlossen zu sein, weiterzufahren. Ben hatte schon an anderen Triathlons teilgenommen, als er bereits 6 Jahre alt war. Sein rechtes Bein war Knochenkrebs betroffen, sodass sein Wadenbein und Schienbein entfernt werden mussten. Der junge Ben ließ sich von diesem schweren Rückschlag aber nicht unterkriegen. Er nahm immer wieder an Sportwettkämpfen teil, aber er benutzte ein mechanisches Knie und ein künstliches Laufbein. Er spielte gerne Baseball und Fußball und Triathlons sind genau sein Ding. Besonders diese Veranstaltung. Ben war großartig beim Meeresschildkröten-Triathlon. Jedoch passierte dieses Mal etwas Tragisches. Er lief eine Meile und war schon fast auf der Ziellinie, als seine künstlichen Gliedmaßen anfingen zu wackeln. Plötzlich löste sich eine der Schrauben und er fiel einfach hin. Aber als Morgan am Ort des Geschehens ankam, um zu helfen, wusste er, dass Ben tapfer war. Ben sagte ihm nur: Nein, ich möchte nur das Rennen zu Ende laufen. Aber Bens Mutter war sehr besorgt um das Wohlergehen ihres kleinen Jungen. Sie sagte: Ich wusste, dass er erschöpft war. Morgan wollte Ben helfen, den Triathlon schließlich zu beenden, also tat er etwas total Erstaunliches. Die Sprecher der Veranstaltung sagten: Meine Damen und Herren, ich möchte, dass Sie sich umdrehen und sehen, was auf der Strecke passiert ist. Bens Mutter drehte sich sofort um und sah etwas Emotionales. Matthew Morgan hatte den Jungen auf seinen Rücken genommen und den Rest des Weges bis zur Ziellinie getragen. Die anderen Marinesoldaten umringten sie und liefen mit, während die Menge applaudierte und jubelte. Die Mutter konnte nicht aufhören zu weinen. Es war einfach sehr rührend, dass die Marines dort waren. Aber der Marine sah es einfach als Teil seines Jobs an, dem Jungen zu unterstützen. Wir sind selbstlos als Institut in der Marine, erklärte Captain Anderson. Andere vor uns selbst zu stellen, ist zweite Natur. Anderson lobte auch Morgan für sein freundliches Verhalten. Laut Hauptmann Anderson hat Morgan die Werte der Marine hochgehalten und war extrem stolz auf ihn. Es ist großartig zu sehen, was Marines tun, um niemanden zurückzulassen. Morgan ist einer der jüngsten in der Marine und hat eine große Karriere vor sich. Aber wie hat Ben sich gefühlt? Ben fühlte sich ein wenig peinlich berührt, dass er über die Ziellinie getragen werden musste und dass er das Rennen nicht alleine beenden konnte. Aber Bens Eltern sagten ihm, dass er sich für nichts schämen muss. Wir wollten ihm die Botschaft vermitteln, dass er alles schaffen kann. Matthew stimmte mit diesem Standpunkt völlig überein. Morgan sagte Folgendes über Ben: Soweit es mich betrifft, hat er das Rennen beendet und das ist das, was zählt. Mit der Unterstützung seiner Eltern wird er auch noch an anderen Rennen teilnehmen. Die Mutter fügte hinzu: Wir wollten einfach rausgehen und am Leben teilnehmen. Alles, was Ben tun muss, ist den Marines nachzueifern, die einen hervorragenden Ruf für selbstlose Taten wie diese vollbracht haben.
US Marine Miles Kerr lief ein Rennen im Jahr 2013, als er bemerkte, dass ein Junge vom Rest seiner Gruppe getrennt wurde. Er rannte schließlich zurück und lief neben diesem kleinen 9-jährigen Jungen, um ihn zu motivieren, den ganzen Weg bis zur Ziellinie zu Ende zu laufen. Als die Online-Community hörte, was er getan hatte, lobten sie ihn als Marinesoldaten. Wir versuchen zu helfen, so gut wir können, erklärte er. Ich glaube nicht, dass ich ein Held bin, ich wollte nur versuchen zu helfen. Schau dir jetzt noch diese emotionale Geschichte von einer Frau an, die starke Kopfschmerzen hatte, aber dann passierte etwas Unglaubliches.